Arbeit beginnt. Und man der Uhr dabei nicht ansieht, wie die Zeit verrinnt. Wenn man sich nur mit Mühe annimmt, schreit nicht zwingend. Und der Kopf schon um halb neun auf die Tischplatte singt. Ja, dann weißt du schon, in diesem Moment, in dieser Woche, da wird dir wirklich nichts geschenkt. Der Chef ist mies gelaunt und brüllt wie im Rausch. Ich schließe die Augen, denk an meine Couch. Da steht er neben mir und mit süßer Stimme. Ja, da fragt er, ob er irgendwas für mich tun könne. Ich antworte verschlafen und ich glaub, er versteht's. Ich sag, nein, danke, Chef. Wenn ich liege, dann geh. Wenn ich liege, dann geh. Fristlos gefeuert, aber positiv gestimmt. Werd ich Testschlepper im Schlaflabor, denn da liegt mein Talent. Ja, der neue Chef steht neben mir, fragt ruhig und bestimmt, ob er was für mich tun kann, ja, und ob alles stimmt. Ich antworte verschlafen und ich weiß, er versteht's. Ich sag, hey, danke, Chef. Wenn ich jetzt liege, dann geht's. Wenn ich liege, dann geht's. Wenn ich liege, dann geht's. Der Liebe hat's zunächst geklemmt. Denn wenn die Liebe schon mit körperlicher Arbeit beginnt und man der Uhr dabei nicht ansieht, wie die Zeit verrinnt und der Kopf schon beim Vorspiel auf die Liebste singt, ja, dann weißt du schon, im nächsten Moment in dieser Beziehung, da wird dir gar nichts geschenkt. Die Liebste ist echt mies gelaunt und brüllt wie im Rausch. Ich schließe die Augen, denk an meine Couch, da sitzt sie über mir und mit süßer Stimme. Ja, da fragt sie, ob sie irgendwas für mich tun könne. Ich antworte verschlafen und ich glaub, sie versteht's. Ich sag, auf deinen Schatz, wenn ich jetzt liege, dann geht's. Wenn ich liege, dann geht's. Wenn ich liege, dann geht's. Habe ich nicht überlebt. Wieder Single und sehr tot bin ich ins Licht geschwebt. Doch der Chef war mies gelaunt und hielt mir meine Sünden vor. Ich drehte mich um, ging weg vom Himmelstor. Da schwebt er um mich rum und mit süßer Stimme. Ja, da fragt er, ob er irgendwas für mich tun könne. Ich antworte ehrlich und ich dachte, er versteht's. Ich sag, was gut sein, Chef. Wenn ich jetzt liege, dann. Der Satz war nicht beendet, da war ich schon in der Hölle. Doch Lucifer war freundlich und er bot mir eine Stelle im Außendienst. Und ging direkt an der Quelle, ich unterschrieb den Deal an Ort und Stelle. Und dann hat er mir nach einem kurzen Moment ein neues Leben geschenkt. Ich soll ihm als Musiker Seelen zuführen, sie mit meiner Musik zur dunklen Seite führen. Ja, es tut mir leid für euch, ich merke, ihr habt euch amüsiert. Deshalb ist euch jetzt der Weg ins Paradies versperrt. Was soll ich sagen? Ja, ich hoffe, ihr versteht's. Versprochen! Wenn ihr erst liegt, dann geht's.